wie soll ich sagen, schweres Turnier gefunden. Ne? Die ersten zwei Spiele liefen nicht so. Dann haben wir uns gestraft und danach haben wir es eigentlich souverän runtergespielt, denke ich. Ne? Also ich meine, das 2-2 gegen Türkgücü, das Elfmeterschießen war vielleicht ein bisschen unglücklich, aber letztendlich haben wir es dann doch ganz gut gemacht, denke ich. Ne? War mehr drin, leider sind wir nur Zweiter geworden, wie die letzten Jahre auch. War mehr drin, ich denke, wir haben ein gutes Turnier gespielt. Ich denke, für die Fans, für TVD Fellbad hätten wir das Ding gewinnen müssen. Die Chancen haben wir leider nicht gemacht und die Blauen waren halt einfach cleverer im Finale, muss man halt einfach sagen. Ich meine, natürlich freut man sich darüber, ne, aber in erster Linie ist natürlich der Erfolg der Mannschaft wichtig und ich denke, dass wir Erster geworden sind, ist für mich persönlich wichtiger. Ist auch schön, dass man einen Preis da extra kriegt persönlich, aber letztendlich, ne, ist halt wichtig, dass das Team erfolgreich ist. Den Zuschauern, da möchte ich mich ganz klar bedanken. Also, das ist nicht, sag ich mal, das ist nicht selbstverständlich, dass die hier hinkommen, ne, uns die 3 Tage lang anfeiern. Also, da ein Dankeschön an die Jungs auf jeden Fall. Vielen Dank und sorry nochmal, dass wir das Ding nicht geholt haben. KFC ist natürlich seit ganz klar Favorit. Ne? Die haben 13 Punkte Vorsprung. Wir haben es nicht mehr in unserer eigenen Hand. Wir können jetzt nur noch rausgehen und das Beste versuchen. Ne? Bestmöglich jedes Spiel versuchen mitzunehmen und am Ende schauen, was bei rumkommt. Ne? Aber wie gesagt, KFC Uerdingen hat 13 Punkte Vorsprung. Oder 10 Punkte, Entschuldigung, haben wir noch ein Nachholspiel. Wir geben halt unser persönliches, wir geben persönlich einfach das Beste und versuchen, das Beste rauszumachen.